Guten Morgen, wir sind auferstanden. Gleich Sachen zusammenpacken, Kaffee trinken, guten Morgen Bier trinken. Genau. Sachen packen und dann Tag 3. Und dann Tag 3 Start kommt. Geburt. Hast du das eigentlich, wenn du auf der Seite so liegst, dass sich dein Fett irgendwie so richtig so einquetscht, dass es richtig so unangenehm ist? Guckt euch mal diese ganzen Blasen an. Diese braunen hier, die so rum explodieren und sowas. Das sieht genauso aus, als wenn gleich Kaffee fertig ist. Ja, Kaffee in der Tour zu saufen, ist wie immer geil. Das macht Spaß. Guck mal, Ramses. Hier. Ich mach Tee. Schwarztee. Das passiert jetzt gerade. Schwarze Seele. So, jetzt wird für Ramses Schwarztee gemacht, weil er keinen Kaffee trinkt. Ach man! World's Hottest Dummy Bier. 9 Millionen Scoville vor 30. So, ich den jetzt hier. Guck mal, Ramses. Guck mal den Tee an. Da kommen hier Blasen. Das heißt, dein Tee ist fertig. Ach, heute ist gar kein Wasser drüber gekippt, hä? Der ist jetzt knallheiß und die ist leer. Hier. Das heißt, ich sterbe jetzt. Doch, da ist noch Wasser drin. Naja. Damit Ramses sein Mund nicht verbrennt. Ich denke immer noch, das ist knüppelheiß. Das ist auch heiß, weil es neben Feuer liegt. Im Endeffekt ist das hier Spiritus. Wir haben sie verwechselt. Also kein Problem. Beim Becher nehmen wird man auch noch angekurbelt. Das ist sehr cool. Wasser mit Geschmack schon wieder. Ja, aber man merkt das Schwarze, also dieses, das hat ja immer so eine bittere Note irgendwie. Das legt sich immer so ab. Ist aber trotzdem noch ein bisschen heiß. Ich würde es noch ein bisschen abkühlen lassen. Wo kriege ich jetzt Wasser her, nochmal kaltes? Ich glaube, ich schütte mir. Ich hab da drüben Wasserflaschen stehen. Wie viele Wasserflaschen hast du überhaupt noch? Ich glaube, ich habe noch, wie heißt es doch mal? 4 volle Wasserflaschen, so ungefähr. Ja. So, wir haben unsere Sachen gepackt. Und jetzt, weil wir unsere Sachen gepackt haben, Wanderung Tag 3 Start kommt. Oder, ja, ich glaube, das war Tag 3 gewesen, ich weiß nicht mehr. Aber egal, heute wird wieder rumgelaufen. Das kann sehr wohl tun. Hescha! Zum Glück setzt das jetzt immer schlecht aus, wenn man liegt. Jetzt Wanderung Start kommt. Die irgendwie so ihren Po nach oben macht und jetzt einfach abhaut. Der macht schon wieder die Pusteblumen kaputt. Guck mal, wir laufen jetzt schon wieder hier auf so einer Straße nach da lang, wo wir hinlaufen. Oh Scheiße, ich habe gerade mein letztes Bier aufgemacht. Das heißt, wir müssen gleich ein Biergeschäft finden, damit wir mehr Bier trinken können. Prost. So, wir machen hier ganz kurz Rast. Hier auf dieser Bank. Flatti, ich möchte von dir einen Rülpser hören. Wartet.
Und das hat weh in der Speiseröhre. Dankeschön. Nicht dafür. Guck mal, ich habe was ganz Wichtiges gefunden. Butterblume? Nein, was ist denn das schon wieder für ein... Urinfarbige Blume gefunden. Wir sind auf jeden Fall jetzt kurz. Vladi muss Schmiere stehen. Deswegen tut er so, als würde er noch nicht durchkommen. Da muss er mich auf die Sachen aufpassen. Ich wollte ihm Natururin nämlich mal ein Lost Place zeigen. Hier vorne sind alte Autos und sowas. Guck mal, hier vorne ist eine Feuerstelle und da vorne ein Fernseher und ein Sitzplatz. Und hier ist noch was. Und das hier, das ist diese Lost Place oder wie das heißt. Und da gehen wir jetzt rein. Genau, so ungefähr sieht das hier aus. Ich glaube, ich habe es gefunden, wa? Ich habe ja gesagt, hier hat es irgendwo mal gebrannt. Komischerweise, das ist genau das Zimmer, wo der Laude immer gepennt hat. Das ist ein Kollege vom Ditschen, der hat das mal gesagt, weil der ist obdachlos und der ist immer irgendwie in den Gebäuden, das ist klar, aber der hat das Feuer genau in seinem Zimmer ausgebrochen. Hier vorne ist alter Computerbildschirm. Die Tür ist zu. Aber genauso aufgebaut wie der untere Raum. Oh. Jetzt bin ich schon zweimal über diese komische Türklinke gestolpert. Guck mal, hier wachsen Pflanzen, oder wie die heißen. Also, diese Dinger hier. Die wachsen hier rum.
Und hier vorne wachsen noch mehr Pflanzen. Genau, hier vorne wachsen diese Pflanzen und hier Bäume wachsen hier. So, ich glaube, man hat so langsam alles gezeigt. Alles eingefallen. Guck mal, ein Kreuz. Das heißt, Lost Place Erkundung Beendung. So sieht das aus. Wie heißt der Brunnen? Farbenbauer Brunnen. Ich habe meinen Kopf reingetunkt. So, Flatti will Wasser trinken. Zum Wohl. Brunnenwasser oder wie das heißt. Das ist geiles Wasser. Guck mal, wir sind jetzt wieder in Hildburghausen. Und hier vorne ist ein Dönerladen oder wie das heißt. Und da werden wir jetzt Döner kaufen und fressen. So, Döner ist gekauft und jetzt Döner fressen. So, jetzt am Döner. So, der Döner, der war überdurchschnittlich gut gewesen. Es war nicht der beste, den ich jemals gegessen hatte. Ich fand den von vorgestern, der hatte viel bessere Zwiebeln gehabt. Aber trotzdem fand ich diesen Döner überdurchschnittlich gut. Und darauf, dass der Döner überdurchschnittlich gut war, werde ich jetzt hier bei diesem Bäcker oder wie das heißt, der da drüben ist, eine Apfeltasche holen. Das werde ich jetzt machen. Oh Scheiße, diese Bäckerei hatte keine Apfeltasche mehr gehabt. Deswegen fresse ich jetzt gerade Schweineohr. Da ist Füllung drin. So, wir sind jetzt schon wieder drin bei Ramses. Also bei schon wieder ihn, der hinter mir sitzt. Endlich mal. Und wenn wir hier so ein bisschen gesessen haben, dann laufen wir weiter. Guck mal. Dieser Mann hier ist auch mittlerweile hier. Mein Zaulwurf. Richtig. Und wir werden gleich Bier kaufen gehen. Endlich. Bei Rewe oder wie das heißt. Damit wir gleich ganz viel Bier trinken können. So, wir sind jetzt gerade draußen und jetzt laufen wir zu diesem Rewe oder wie das heißt, um dort Bier und noch mehr Sachen einkaufen zu gehen. Das werden wir jetzt machen. So, wir sind jetzt gerade hier vor diesem verschmierten Rewe und jetzt werden wir hier Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So. Wir sind gerade einkaufen gegangen und guck mal, das liegt im Einkaufswagen drin und ich habe mir, das ist der Einkaufswagen von mir und Ramses geteilt. Ramses hat das hier, was hier drin liegt, gekauft und ich habe mir diese drei Träger Bags gekauft. Und jetzt werde ich diese drei Träger Bags in meinen Wagen reinpacken. So, jetzt erstes Bier trinken. Ich meine, das hat Bonbon raus. Und dann geht's hier los. So, wir trinken jetzt auf diesen Abend einen Jägermeister zusammen. Genau, aus meinem Jägermeister. Wie heißt das Ding nochmal? Orgienglas, wo jeder mal ranhängt. Herpesrutsche. Ah, egal, genau so heißt dieser Glas. Genau, darauf trinken wir jetzt einen Jägermeister. Stößchen. Nicht wundern, der gute Nature Boy hat diesmal nicht so viel
Weil gestern haben wir immer so und dann irgendwann war er tot. Und dann kam das Steak wieder raus. Deswegen muss er es heute mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja? Man muss es ja nicht übertreiben, ist ja keine Challenge hier. Hä? Ich muss jedes Mal aufs Männerklo. Deswegen habe ich gesagt, dass das auch so drüben ist. Ich wollte nur darauf hinweisen. Ja, als ich dann raus bin, hieß es, wie hat der plötzlich schlichtet es. So Leute, ich habe jetzt gerade mein Bier aufgemacht. Mein Zaulwurf hat auch sein Bier aufgemacht. Geprost. Skull. Und ich jetzt auch. Ramses hat auch sein Bier aufgemacht. Geprost. Flatty hat auch seine Cola aufgemacht. Geprost. Geprost. Ey, guck mal Leute, ich wiege so momentan ungefähr 75 Kilo. Wie viel Kilo wiegt ihr? Mach mal erstmal hier den da mit den langen Haaren. Ich? Ja, wie viel Kilo wiegst du? Ich wiege 87 Kilo. 87 Kilo oder was? 87? Ja, jetzt der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann wiegt 89,5 laut dem letzten Stand, aber ich glaube, ich habe ein paar Kilo hier zugenommen. Oh, oh. Und du? 140. Oh. Ja, aber wir müssen noch hier diesmal. So, wir sitzen hier noch immer noch hier rum. So, wir gehen jetzt, ich bin besoffen oder so, oder wie das heißt, zu Ramses. Bierpower! Das geht, original. Die Frage ist, wie macht er das? Warte mal. Ja, aber unten umgreifen so, und dann. Bierpower! Alter! Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, gell? Der Manns. Oh, jetzt hier nochmal der Profi. Rutscht aber auch runter. Ja, aber ich weiß ungefähr, wie es meint, Alter. So hier? Diesen? Ja. Oh, ich. Bierpower! Oh. Ey, ich geb beim ersten Mal ging's cooler. Bierpower Verkehrsreflektor. So, jetzt hier Bierdecke weit schniepsen spielen.